So, da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Folge von Prison Architect. Möchte ich euch herzlich willkommen heißen. Und ich bin hier im Stress, weil meine Workmen wieder mal an den falschen Stellen basteln. Und was macht denn diese Tür hier? Die sieht seltsam aus, diese Tür. Die kann ich jetzt aber hier dismanteln. Und dann wird die weggebaut und dann kann ich die vielleicht wieder einbauen und dann tut die vielleicht auch. Das Blöde ist, dass meine Leute so viel arbeiten müssen gerade. Das wäre die Tür hier, die untere Tür hier, die ist ja auch total kaputt. A bit of broken, I think. Da bastelt jetzt einer dran rum, aber so richtig funktionieren tut das, glaube ich, trotzdem nicht. Und dann. Ach so, oh, wir müssen auch mal hier Strom legen zur Fridge, ne? So. Das ist auch ganz wichtig, dass unsere Fritke ein wenig Strom hat. So, leider haben wir jetzt immer noch viel, aber noch keine Dusche zum Beispiel. Wir haben schon viel, aber keine Dusche. Der Gefangene stinkt halt heutzutage. Das hat man so. Stinkgefangene. So, das ist unser Yard. Der ist jetzt mal so deklariert. Obwohl, ich würde vielleicht noch ein. Obwohl, ne, größer muss eigentlich gar nicht sein. Dann würde ich vielleicht hier noch eine Tür hinmachen zu dem Zellentrakt. Und die Sache ist die, unsere Gefangenen sind da. Und ich kann jetzt auf Prisoners gehen und Closed drücken. Und jetzt kriegen wir keine Gefangenen mehr. Es sei denn, wir drücken wieder auf Open. Das war früher nicht so. Und es ist sehr gut, dass das inzwischen so ist. Da doch wieder so jemand eine Tür falsch gebaut. Leute, was macht ihr denn? Kommt doch niemand mehr in mein Gefängnis rein. Das ist doch scheiße. Ach, die hat er jetzt aufgeschlossen. Okay. Ja, das, wie gesagt, das ist hier. Ach, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne? Also für die, die es noch nicht wissen, es handelt sich hierbei um eine Alpha-Version. Ich glaube, es ist immer noch Alpha. Also, wenn ich es richtig weiß, es ist immer noch eine Alpha-Version von dem Spiel. Und deswegen tut auch noch nicht alles genau, wie es soll. Ja, so ist das nun mal. Oh, wir haben hier zu wenig Strom. Also brauchen wir dringend noch einen Capacitator. Aber ihr seht schon, es ist alles so ein bisschen wild bei mir. Es funktioniert noch nicht alles ganz, wie es soll. So, jetzt können auch die Gefangenen in ihre Zellen. Weil jetzt haben wir hier wieder einen Durchgang. Die Türen tun jetzt richtig. Das ist doch schön. Und, was war das denn für ein komisches Geräusch? Ach, ist wieder die Sicherung durchgebrannt. Ja, hier fehlt noch der Capacitator. Ich hoffe, den bringt gleich jemand. Das wäre zumindest ganz angenehm. Da unten ist der Raum fertig. Das heißt, wir können hier auch noch ein Zellentürchen, also ein großes Türchen, mache ich hier vorne rein. Das Schöne ist, nicht nur die, also die Wächter können die Türen aufmachen, aber ich kann die auch von Hand aufmachen. Wenn ich einfach einen Rechtsklick drauf mache. Na, bringt schon jemand den Capacitator? Ich mache hier mal den Leuten wieder die Tür auf. Das ist schön, dass die Gefangenen hier draußen stehen und warten. Wir können uns bei jedem Gefangenen so ein bisschen anschauen, was er so macht. Für was er sitzt vor allem. Seine Experiences, Activity, Lockdown. Okay. Ja, und die Chance, dass er wieder auf den Weg der Tugend zurückkehrt, kann ich mir auch anschauen. Ja. So, die ersten Gefangenen sind in ihrer Zelle. Es tut zwar noch kein Wasser, aber prinzipiell ist es doch schon mal ein Anfang. Ich mache dann hier gleich noch eine kleine Showerei. I will make a Showerei. Stopp mal, warum habe ich denn jetzt Brick ausgewählt? Ich möchte die natürlich auch aus Concrete bauen. So. So, da dürfte mal rein. Und ein bisschen basteln. Da hat jemand eine große Jail Door reingetragen. Das ist ja auch lustig. Ja, ich glaube, unser Capacitator ist drin. Ja, sehr schön. Wir haben wieder Strom. We are online again. This is quite nice, I think. Was macht denn unser Wasser? Ah, da ist natürlich noch nicht alles angebunden. Das ist natürlich ganz blöd. Machen wir hier mal noch einen rein. Und da oben. Ich weiß nicht, warum das so komisch aussieht. Warum die manchmal irgendwo ein Teil wieder vergessen zu bauen. Das ist sehr seltsam. Aber der durchschnittliche Workman macht das wohl so. So, dann buddeln wir uns hier nochmal um die Ecke, dass da drüben auch noch ein bisschen Wasser hinkommt. Nach Möglichkeit. Und dann gehen wir hier auch noch ein bisschen Strom in die Zellen legen, dass die Leute auch ein bisschen Licht haben. Das ist ja auch nicht schlecht. Licht kann man ja prinzipiell mal immer brauchen.
So. Fenster haben wir jetzt keine, die sind mir zu teuer. Fenster gibt es nicht. Es gibt keine Fenster. Sie sind ja nicht zum aus dem Fenster gucken. So, mein Koch kocht, das ist doch schon mal ein Anfang. Er hat zwar noch keine Spüle, aber er kann immerhin schon mal kochen. So langsam wird's. Das ist doch schön. Unsere Visitation-Kram da steht auch schon. Und da drüben kommt auch das Wasser. Unsere Klos haben Wasser. Das ist doch mehr, als man erwarten konnte. Jetzt kann ich hier auch noch. Das muss ich gerade noch kurz. Ach nee, das kann ich noch nicht. Da brauche ich erst einen Warden dafür. Das ist so der erste, den man anstellen sollte. Und den möchte ich jetzt dann auch gleich anstellen. Ich möchte dem, sobald ich das hier ein bisschen fertig habe, dringend ein Office bauen. Die Schaue muss aber zuerst fertig werden. Das ist wichtig. Aber wir können schon mal die Foundations für ein Office legen. Das ist so ein bisschen der Leiter der Anstalt. Das würde ich hier direkt hinter die Zellen bauen. Das muss mindestens 4 auf 4 groß sein, so ein Office. Also, das 1, 2, 3, 4. So groß muss es mindestens sein. Dann würde ich sagen, machen wir das doch direkt mal so. Und dann mache ich hier die Tür rein. Hat zwar nicht viel Spielraum zum Laufen, aber darf halt nicht zu dick werden, der olle Warden. Weil ich würde dann hier daneben noch mehr Offices setzen. Früher oder später. Der Kollege hier unten hat kein Wasser. Warum denn? Ach, da fehlt noch was. Ja, dann gibt es natürlich kein Wasser. So, sehr schön. Jetzt kann ich ja sehen, wie die Leute schon mampfen. 87% aller Prisoners sind gefeedet. Das ist doch schön. Wenn die Leute was zum Essen haben. Da freue ich mich natürlich auch. Wenn es meinen Gefangenen gut geht. Ich kann hier jetzt. Es empfiehlt sich auch, ab und zu die Sachen zu durchsuchen. Ich kann auch die Gefangenen durchsuchen. Mit Search Prisoner. Ich kann ihre Zelle durchsuchen oder den ganzen Zellenblock. Außerdem habe ich die Möglichkeit, hier einen Bang-Up zu machen. Das heißt, alle Prisoner müssen zurück in ihre Zelle. Bis ich das wieder aufhebe, dann einen Lockdown. Da verriegelt es einfach alle Türen. Und einen Shakedown, das heißt, ich durchsuche alles, was ich durchsuchen kann. Jetzt habe ich das hier durchsucht, da war nichts drin. Die Vorräte zu durchsuchen, von die in die Küche gehen, ist meistens eine sehr gute Idee. Es wäre schön, wenn das hier mal jemand fertig baut. Das ist der Koch. So, alle Prisoners sind gefeedet. Das ist doch schön. Und jetzt öffnen die ein bisschen auf den Yard. Da steht leider noch nicht viel. Ich möchte ihnen direkt mal eine Bank hinstellen, dass die Leute ein bisschen sitzen können und nicht immer nur stehen müssen. Ein Bänklein. So. Und dann machen wir noch eine kleine Telefonmöglichkeit, Telefoniermöglichkeit. Und eine Waitsbench. Machen wir hier unten hin. Oder machen wir gleich zwei. Weil es so schön ist. Und damit die Leute ein bisschen trainieren können, ne? Dass unsere Wachen besser verprügeln können. Das ist auch ganz angenehm. Wenn die Wachen das wissen, dass sie gerne mal verprügelt werden. Und. Ja, dann wäre es immer noch schön, wenn endlich mal jemand dieses blöde Teil hier fertig bauen könnte. Warum läuft denn mein Koch da draußen rum? Was macht denn der da? So, ich durchsuche hier wieder mal die Sachen in der Küche. Und ja, das ist natürlich noch nicht ganz angeschlossen. Was macht denn der Kollege hier? Steht auch so ein bisschen dümmlich rum. Soll ich den Workman rausschmeißen? Da muss ich aber nachher wieder einen einstellen vielleicht. Ah, nee. Er hat's gerafft. So. Den Raum wollen sie immer noch nicht wirklich bauen. Stattdessen stehen sie lieber draußen doof rum. Das macht auch viel mehr Spaß. Move Garbage to Garbage. Okay. Ist auch nicht schlecht. Aber prinzipiell würde ich mich wirklich freuen, wenn da mal jemand den Raum bauen würde. Vielleicht muss ich auch erst den Yard wegmachen an der Stelle. Das könnte natürlich auch sein. Ah, da kommt jemand mit Constructing Frames.
Das ist doch schön. Ich muss gerade mal kurz einen Schluck nehmen. Ich merke schon, meine Stimme wird etwas rauer. Ich trinke gerade einen leckeren Mate-Tee. Kann ich jedem empfehlen. Ist besser wie Cola, besser wie Kaffee. Und zum Wachbleiben ist es wirklich perfekt. Und ich bin ein bisschen müde heute. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Ich hoffe natürlich nicht, aber es kann natürlich trotzdem. Hier fehlt wieder ein Stück. Das ist total komisch, dass da einfach mal so ein Stück Rohr fehlt zwischendrin. Das möchte dann einer bauen und der entscheidet sich dann um, lieber was anderes zu bauen oder so. Und dann macht er halt einfach gar nichts. So, hier unten haben wir unser erstes Office. Das ist doch schön. Ich mag Offices. Officerisses. Ich brauche noch einen Staff Room, fällt mir gerade auf. Kurz Pause. Und dann machen wir hier mal unser Office. So, was brauchen wir für unser Office? Wir brauchen, was? Minimum Size von 4 zu 4? Haben wir das nicht? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Haben wir doch. 1, 2, 3, 4. So muss es mindestens sein. Ja. Aber ich möchte es lieber so machen. Ja, geht auch. Okay. Office Desk fehlt, Chair fehlt und Filling Cabinet. Bauen wir. Office Desk. Filling Cabinet. Und einen schönen Stuhl. Man kann auch noch ein Bett hinstellen. Das muss jetzt nicht sein. Ich würde aber hier noch einen Staff Room direkt daneben einziehen. Der Staff Room braucht ja auch eine gewisse Größe. Muss ich mal nachschauen. Auch 4 zu 4. Okay, da braucht man auch 4 zu 4. Also genauso groß. So. Und der kriegt auch ein kleines Türchen, wo auch wiederum nur der Stuff rein darf. Das ist ja eine Stuff-Room. Da kann der nämlich ein bisschen ausspannen. Ist ganz angenehm. Obwohl ich... Ja, ich überlege mir gerade, ob ich den Stuff-Room nicht lieber irgendwo hier aufs Gelände mache, weil dann einfach der ganze Stuff nicht da rauslaufen muss zum Entspannen, sondern das da drin tun kann. Das wäre vielleicht ganz gut. So. Ah, unsere Dusche ist fertig. Das ist schön. Das ist sehr schön. Jetzt kann ich nämlich hier nochmal kurz Pause machen. Sorry, dass ich dauernd Pause mache, aber es ist einfach besser. Kann ich hier ein paar Abflüsse hinbauen. So. Abflüsse an den Mann. Ein paar Showerheads drauf. 1, 2, 3, 4. So ungefähr. Und dann machen wir hier noch ein Bentlein rein. Hier. Concrete Wall. Schwupp. 4 Duschen sollten reichen für 8 Männer, oder? Ja, da quetscht man sich zu zweit runter. Nö, das passt schon. Und dann noch eine Tür. Und da würde ich eine normale Tür, glaube ich, bevorzugen. Na, obwohl, ich weiß nicht. Vielleicht doch lieber eine... Na, obwohl... Machen wir eine normale Tür. So, und dann deklarieren wir den Raum gleich noch als Shower. Let's Shower. Bitte schön, hier kriegt ihr eure Shower. Was fehlt noch? Showerhead. Ja, okay, der kommt ja. Und dann können wir auch hier unten bei unseren weiteren Zellen mal anfangen, Wände einzuziehen. 1, 2, 3. Und hier können wir dann die Wand... requires entrance. Ach, jetzt bin ich... Ich drücke immer aufs Falsche, das gibt's doch überhaupt gar nicht. 1, 2, 3. Und hier die Wand. Und erste Zelle... Zweite Zelle. Dritte Zelle. Vierte Zelle. Fünfte Zelle. Sechste Zelle. Und das da hinten weiß ich noch nicht, was ich da draus mache. Vielleicht einen Common Room für die Prisoners. Wo sie dann vielleicht noch ein Bücherregal reinkriegen und so. Ne? Und ein bisschen Spaß haben können. Die Guten. Haha. Da müssen wir wieder jetzt wieder ein bisschen planen. Und dann machen wir das wieder so, dass wir die Toiletten... Oh, ich habe kaum noch Geld, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein bisschen sparen. Weil ich kann jetzt natürlich auch keinen Warden anstellen, weil der kostet ja 1000. Total teuer, so ein Warden. Ich glaube, ich spare jetzt mal eben auf meinen Warden. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee.
So, da dürft ihr rein, Kinder. Viel Spaß, viel Freude. Wieso ist denn die Sink immer noch nicht angeschlossen? Ist doch mega scheiße. Kommt da niemand mehr dran, oder was? Mach mal so. Das ist vielleicht besser. Ich glaube, das liegt echt daran, weil da so eine Mauerkreuzung, sag ich mal, ist. Dass da keiner mehr drankommt gerade. So, dann machen wir hier mal wieder schön langsam. Ich habe nämlich auch ein bisschen Angst, dass die Gefangenen hier rebellieren anfangen. Weil sie noch keine Schauer haben. Es könnte durchaus passieren, dass es da Ärger gibt. Ist ja auch ein bisschen verständlich, sag ich mal. Ich höre da doch schon einen. Da hämmert's doch. Wer hämmert denn da? Hör mal, wer da hämmert. Wachen, geht doch mal bitte da rein. Und schaut euch an, wer da hämmert. Da rebelliert doch irgendwo was. Da, der hier. Der Kollege. So, jetzt hauen sie sich hier mit dem. Pam, 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 pam. In your face. So, jetzt geht er wieder in seine Zelle. Und ich mach gleich mal Punish Lockdown 12 Stunden. So. Der hat jetzt 12 Stunden eingesperrt und darf nicht raus. Während die anderen raus dürfen. Und ist unsere Zellentür jetzt kaputt? Ja, ist ein bisschen kaputt. So, und er kriegt jetzt hier seine Fesseln. Ach, er wird jetzt hier so, ne, gedingert. Ihr wisst schon. Hier seht ihr es, er wird gefesselt und muss jetzt da 12 Stunden drin bleiben. Wenn ich Solitary-Zellen hätte, könnte ich ihn jetzt auch einsperren. In Solitaries. So, ich habe noch zwei Lampen. Die könnte ich hier mal draußen aufstellen. Eine Lampe hier und eine Lampe hier, dass man ein bisschen was sieht bei Nacht. Ah, da kommt wieder ordentlich was an. Ich durchsuche nochmal hier nachts, finde ich eine ganz coole Idee, nachts so ein bisschen hier die Sachen in der Küche zu durchsuchen. Ihr seht, wir haben 8 von 6. 6 könnten wir... Ah, seht ihr mal, da war eine Spritze drin in dem Stack irgendwas. Kartoffeln oder was das sind? Ja, okay. So kommen die Gefangenen nämlich an ihr Zeug. Der Kollege hat jetzt ein bisschen ein Problem, weil er ist injured. Das ist natürlich nicht schön. Das will ich natürlich nicht. Aber das Problem ist, ich habe noch keinen Arzt und ich kann Ärzte erst erforschen, wenn ich einen Warden habe. Und das ist alles nicht so billig. Das dauert alles noch ein bisschen und ja, es kann schon mal passieren, dass da auch ein Gefangener ums Leben kommt. Auch, dass eine Wache ums Leben kommt, kann passieren. Will man natürlich noch viel weniger gern. So, der repariert jetzt hier die Jail Door. Das ist auch schön, dass er das macht, während der Gefangene gerade da drin schläft. Aber was soll der Geiz, ne? So, unsere Sink ist angeschlossen. Das ist doch schön. So, und das spült da auch schon kräftig unser einer Koch. Wir haben zwei Köche. Vielleicht jetzt einer am Anfang auch getan. So, jetzt werden hier schön mit Kleppern werden hier Rohre verlegt. Es kleppert ordentlich. Aber das macht dem durchschnittlichen Gefangenen nichts. Der schläft. Ja. So, was haben wir denn alles? One staff member is exhausted. Build a staff room so they can rest. Ja, habe ich schon. Vielleicht sollte ich das zuerst machen, bevor ich noch an den Warden denke. Machen wir den staff room jetzt doch mal hier rein. Wir können den ja später immer noch rausverlegen. Was brauchen die dafür? Ein White Sofa und eine Drink Machine. Some kind of the drink machine. Die kostet 500. Alter Vater. Alter Vater. Die können auch so resten, aber es ist halt nicht so schön. Machen wir hier ein Sofa hin. Das brauchen sie auf jeden Fall mal zum Resten. So, eine Gefangene. Eine Wache kann schon wieder. Und die andere Wache kann auch wieder. Das ist doch schön. Ah, das ist eine sehr gute Idee. Ich kann Holz verkaufen, weil meine Workmen machen ja gerade nichts. Dann kann ich hier das Holz fällen und verkaufen. Davon kann ich bestimmt einen Warden einstellen. Und eine Drink Machine kaufen. So. Kinder, fällt mal ein paar Bäumchen. Das ist doch eine schöne Arbeit. Da kommt Freude auf, wenn man hier auf dem ganzen Gelände Bäume fällen darf. Ein paar Tage lang. So. Das sollte erstmal reichen. Fürs Erste. Ach, die auf dem Gelände direkt kann man natürlich auch noch fällen. Muss ja auch nicht sein, dass da Bäume rumstehen. Nachher können noch Gefangene da hochklettern und drüber fliehen oder so. So, und du, Kollege, guckst jetzt mal da rein, wie es da drin ausschaut. Man hört es im Hintergrund, es werden kräftig Bäume gefällt.
Fließt hier überhaupt Wasser durch dieses Röhrchen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es sieht gut aus, weil es blickt ja nicht mehr auf. Deswegen denke ich mal, sie haben Wasser da drin. So, und du gehst jetzt mal hier in die Dusche und schaust, dass die nicht sich verprügeln oder so. Ja, es kommt Wasser, das ist sehr gut. Die Dusche überschwemmt ein bisschen hier das Umfeld. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Mann! Das ist aber heftig. Ich habe gedacht, ich hätte da gute Abflüsse drin. Aber nee. Dafür baue ich noch ein paar Shower-Heads mit rein. So. Dass die auch alle gut duschen können. Und dann würde ich sagen, machen wir auch noch eine Drainage oder zwei mehr. Vielleicht hier vorne noch so. So, ne, dass alles gut abfließen kann. Weil das ist ja blöd sonst. Jetzt kommen sie wieder in ihre Zelle. Für eine Stunde und dann kommt der Rest. So, und der macht hier schön Strom hin. Damit wir auch Strom in der Dusche haben, damit die Leute sich sehen beim Duschen. Ist auch wichtig. So, hier darf mir jemand in der Küche die Ingredienzien durchsuchen. Jetzt haben sie gerade Freetime, meine Gefangenen. Das ist toll, ne? Das bringt überhaupt nichts halt. Ah ja gut, die Drainagen sind ja noch nicht drin, die neuen. Von dem her kann es natürlich trotzdem noch was bringen. Jetzt gucke ich mal nach, was meine Holzfäller schon alles so getan haben. Die fällen hier kräftig. Da oben habe ich schon sehr viel Holz, das kann ich direkt mal sell. Sell. 250 bringt so ein großer Stapel, das ist doch auch schön. Ja, da kriegt man schon gut Kohle. Jetzt reicht es eigentlich schon, um einen Warden anzustellen. Ja, da ist noch mehr. Schön. Ich glaube aber nicht, dass die Bäume nachwachsen. Das ist ein bisschen traurig. Das heißt, das Geld habe ich nur einmal. So, dann können wir direkt einen Warden anstellen. Einen kleinen Warden. So, und der kostet auch nicht nur einmal am Tag. Der kostet natürlich täglich. Und zwar nicht zu knapp, ne, Kohle. Aber braucht man halt. Jetzt kann ich hier Bureaucracy, das kann ich euch eben noch zeigen, bevor die Folge zu Ende ist. Und jetzt kann ich hier Sachen erforschen wie Finance. Dann kann ich mir Kredite aufnehmen. Das ist ziemlich cool. Security. Dann kann ich später Kameras zum Beispiel machen. Oder ich kann die Wachen verstärken. Ich kann die Waffen mit einer Armory bewaffnen. Mit verschiedenen Sachen. Ich kann Maintenance machen, da kann ich zum Beispiel Groundkeeping machen, ich kann Cleaning machen, also einen Hausmeister. Der ist halt ziemlich teuer, ne? 2000 plus die 500 und dann musst du ja den Maintenance-Typ einstellen. Kostet 1000, also 1500 und das sind dann 2500 plus 1500, ne, ist schon richtig teuer. Ich kann aber hier Health machen und das möchte ich auch als erstes, damit ich mal einen Arzt habe, der meine Wachen und natürlich auch die Gefangenen reparieren kann. Reparieren, in Anführungsstrichen. ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was ist das denn hier? Weiß ich auch nicht so genau. Auf jeden Fall, mein Warden, der researcht jetzt hier. Ach, er hat noch keinen Strom. Das ist natürlich blöd. Bisschen Strom. Auch in dem Raum für die... Für die Kollegen hier, für den Staff wäre das vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn da ein bisschen Strom liegen würde. Aber prinzipiell kann ich jetzt mal noch die anderen Bäume fällen lassen und ich würde sagen, das war's auch schon wieder von dieser Folge und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Prison Architect. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ja, was soll ich sagen? Also eigentlich haben wir die Gefangenen gut aufgenommen. Sie sind alle da, der eine hat ein bisschen Rabau gemacht, aber ist mit seinem Lockdown beschäftigt und ja, wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Prison Architect. Bis dann, macht's gut, ciao!